Schmeckt dir dein Kirschsaft nicht? Doch, doch. Probier mal meinen Apfelsaft. Cheers. Prost. Aus dem Plastikbecher. Er hat wenigstens ein Bein. Ah, mach dir was falsch. Man muss sagen, das Ding, also sozusagen die verschiedenen Musiker hier auf der Bühne werden. Oh, schließt du den schon wieder an? Ich habe gestern meinen Schellenkranz ins Publikum geworfen, heute schließt er mir den an. Das gibt's nicht. So werden wir hier behandelt, Plastikbecher. Also man kann sagen, also sozusagen, wir werden auf dieser Bühne werden die verschiedensten Leute von verschiedenen Menschen betreut. Chris und ich haben denselben Betreuer. Ja. Er hat einen sehr starken Bartwuchs da drin. Und er ist sehr streng mit uns. Also er schließt zum Beispiel Sachen an, die wir wegschmeißen, wenn wir was verlieren. Wir kriegen keine Gläser, weil wir die kaputt machen. Ja? Wir dürfen abends auch nicht mehr weg nach dem Konzert. Nils hingegen, oh, der lebt im totalen Luxus. Der wird dann lange alleine gehalten, sozusagen. Ja, jetzt überleg dir mal, woran es liegt. Ich habe sogar zwei Drinks in zwei Gläsern. Und du, wieso hast du denn ein Klebeband eigentlich? Hab dich nicht umkippen. Aber das spricht aber auch für sie. Das heißt, du bist dann lange alleine, hast aber noch so ein bisschen so diesen Dummheitsfaktor. Ja, das ist so ein bisschen Mitleid. Das ist wie ein Helm tragen, mit dem Blau. Achso, ja, schon, ja.